Das Komplizierte bei einer Ohrrekonstruktion ist, man muss aus dem Nichts sich eine Ohrform vorstellen und die dann so rekonstruieren, dass sie später auch wieder zum Träger passt. Das Problemchen bei Chirurgen ist oft, dass sie das zwar medizinisch korrekt schließen, in Anführungsstrichen, das heißt, das Loch ist nicht mehr vorhanden, allerdings wird der ästhetische Aspekt oftmals außen vor gelassen. Das heißt, das Ohr hat am Ende keine normale, natürliche Ohrform, hat oftmals Ecken und Kanten. Durch diese Entfernung vom Gewebe wird das Ohr von Natur aus schon kleiner und dann wird das Ohr dann so vernäht, dass es dann auch eine natürliche, schöne Ohrform wiederbekommt. Nähen habe ich an mir selbst geübt. So lernt man es am besten. So lernt man zu handeln, wenn es stark blutet. So lernt man einfach einzugreifen bei menschlicher oder lebender Haut. Man kann natürlich auch üben an Kissenbezügen oder künstlicher Haut. Allerdings die eigene Haut ist immer noch das beste Übungsmaterial. Man sollte täglich viel, viel, viel massieren, sodass das Gewebe durchblutet wird. Denn generell kann man sagen, stark durchblutetes Gewebe entwickelt sehr blasse Narben, beziehungsweise die Narben verschwinden gänzlich. Wenn die Narbe wieder weich und geschmeidig ist, frühestens nach 6 Monaten, kann man ohne Probleme auch wieder neue Ohrringe piercen. Ich zeige dir jetzt nochmal kurz im Spiegel. So, schauen wir erstmal. Das sieht jetzt natürlich mit den Nähten immer ein bisschen komisch noch aus. Wenn die aber draußen sind und das alles wieder normale Hautfarbe hat, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Gefällt's dir so? Total. Na, ein Glück. Super.